Ich bin jetzt Jennifer Rauschmeier. Ich mache eine Ausbildung zur Fachkraft Fahrwassertechnik bei der Stadt und Versorgung Nürnberg. Also ich bin auf die Ausbildung gekommen durch ein Praktikum von der Schule. Und ich wollte auch ein bisschen was Außergewöhnliches machen, was nicht so alltäglich ist oder wo man so schnell eine Routine reinbekommt. Das sind ja doch viele verschiedene Ausbildungssparten, die man hier hat. Ich mache hier was mit Metall, mit Elektro und im Labor. Und ja, dann habe ich hier das Praktikum gemacht und es hat mir hier gefallen und dann habe ich hier die Ausbildung angefangen. Wir haben ein eigenes Ausbildungslabor, wir haben eine eigene Ausbildungswerkstatt und eine Elektrowerkstatt haben wir auch noch. Wir haben Ausbilder dafür, die uns das erklären, die auch für uns da sind, wenn wir das jetzt irgendwie brauchen. Die Ausbilder sind auch sehr geduldig mit uns und dadurch kann man hier auch ziemlich gut arbeiten. Meine Arbeitszeiten sind von 6.45 Uhr bis 15.45 Uhr, dann noch Frühstücks- und Mittagspause und am Freitag haben wir bis 13 Uhr und da gibt es dann nur eine Frühstückspause. Es gibt mehrere Frauen, die Ausbildung schon gemacht haben und jetzt auch hier arbeiten und ich werde behandelt wie jeder andere Azubi auch. Mein Name ist Lukas Kohl, ich bin 18 Jahre alt, mache eine Ausbildung als Fachkraft für Abwassertechnik bei der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg. Also ich habe im Internet bei der Stadt Nürnberg geschaut, was sie da für Ausbildungsplätze denn anbieten. Und was halt auch rausgestochen hat, war dann der Abwassertechniker. Die Berufsschule ist in Blockwochen aufgeteilt. Die Schwerpunkte sind bei Bio, Physik, Mathe und Chemie. Und man muss es halt auch spannend sehen. Zum Beispiel in der Analytik, wenn man neue Tierchen sieht, die man sonst noch nicht gesehen hat. Also ganz kleine Lebewesen, muss man sich vorstellen, die halt einfach existieren, die man sonst nicht kennt. Ist halt jeden Tag mal was Neues. Im Labor habe ich dann die Probe untersucht, um zu sagen, wie gut erstens die Wassergüte ist oder welche Schwermetalle oder irgendwelche Stoffe drin sind. Also wir haben dann schon Grenzwerte, die wir einhalten müssen und die werden dann aber auch überprüft. Ja, also was halt echt manchmal schwierig ist, ist schon der Geruch. Ja, am Anfang stinkt zwar, aber irgendwann gewöhnt man sich dran. Man macht halt natürlich Späße drüber, so, oh, später kommt dann ein Geschenk von mir, aber man muss einfach drüber stehen. Und man muss halt auch schon sehr auf die Hygiene achten, eben, dass man nicht krank wird oder so. Das ist halt immer so ein bisschen das Risiko. Aber sonst gibt es jetzt eigentlich nichts Besonderes, was ich jetzt sage. Das ist jetzt total schlimm. Ohne Kläranlage würde das Wasser nicht gereinigt werden, das würde einfach so ungehindert in den Fluss fließen. Das würde die Gewässer verschmutzen, die Hygienestandards wären nicht mehr so hoch. Also es würde, glaube ich, mehr oder weniger ziemlich viele Krankheiten dann noch geben. Und man muss sich auch denken, man hilft ja der Umwelt, das ist es, worauf ich hinaus möchte. Come on.